Herzlich willkommen zum ersten News-Video, in dem es um 2024er Produkte geht. Aber da wir, zumindest manchmal, nicht immer, ein bisschen früher an sind, ja, und das freut euch ja immer quasi vor Weihnachten und eigentlich schon vor Winter die Neuheiten zu bekommen, ja, starten wir heute schon mit den Neuheiten. Und ich kann euch versprechen, in den nächsten Wochen wird es richtig geil. Aber zuerst wird es heute mal geil. Und zwar geht es in diesem Video um die neuen Barsch-Alarmfarben. Ja, ich stehe hier vor der Barsch-Alarmwand in unserem Showroom. Und die hat sich ein bisschen gefüllt. Es kommen nämlich gleich 4 neue Farben dazu. Und ich stelle euch die jetzt nicht vor, sondern die neuen Farben werden euch von einem vorgestellt, der das noch viel besser kann wie ich. Ich habe sie zusammen mit dem lieben Johannes gemacht, ja, Johannes Dietl. Und ich habe mir eben gerade angesehen, wie er die am Wasser auf seinem Boot vorgestellt hat. Das Ganze könnt ihr euch auch gleich anschauen. Ah, der Hund hier, jetzt ist er hier. Film das mal hier. Das gibt's doch gar nicht. Henry, du störst hier. Genau, so ist fein. Jetzt ist wieder Ruhe. Also der liebe Johannes ist auf seinem Boot und stellt euch in wirklich ganz eigenen Worten mit einer super Rhetorik dar, ja, wie geil die neuen Farben geworden sind. Und er zeigt sie euch natürlich auch. Also ab zu Hannes, viel Spaß mit dem Vorstellungsvideo. Dann stehen wir jetzt also hier mit 4 Farben in unserer Hand. 4 neue Barsch-Alarmfarben, die das Barsch-Alarm-Farbschema noch komplettieren. Einen Ultraschocker, ein Grundl-Imitat, einen reellen Real Baitfish, so heißt die Farbe auch, und eine absolute ultrascharfe Geheimwaffe. Richtig schöne Barschfarbe. Sehr bewährt. Mit der können wir doch gleich mal anfangen, denke ich. Vio Greenie heißt sie. Stopp, falsch. Vio Greenie Deluxe. Und dieses Deluxe muss ich euch auch noch gleich erklären. Fangen wir erstmal mit den beiden Kontrasten an, ne? Also die sich kontrastierenden Farben. Kein ultra brutaler Kontrast zwischen diesem lila Blassblau und diesem relativ milchigen Grün. Aber ein Kontrast, den die Barsche wahrnehmen. Und warum die diese Farbe so toll finden, ich kann es euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, dass es so ist. Tausendfach bewährt schon, allerdings noch nicht in dieser Version. Und wir haben dieses Vio Greenie noch ein bisschen abgegradet, haben nämlich UV-Flocken noch mit eingebaut. Also nicht im Rücken, aber der Bauch hier, der wird noch ein bisschen glitzern. Und dieses Glitzern wird die Fische noch ein bisschen schärfer machen als eh schon. Ihr wisst ja, wenn ihr euch einen Fisch anschaut, einen echten Beutefisch, ne, der glitzert natürlich immer. Die Schuppen reflektieren ein bisschen Licht. Und alle, die sich mit UV-Ködern schon auseinandergesetzt haben, wissen natürlich, dass UV-Flocken besonders attraktiv sind für die Fische. Ich habe jetzt hier mal den 14er Sexy Swimmer am Start gehabt. Einfach, um euch mal großflächig zeigen zu können, was da so los ist. Aber diese Farbe wird es natürlich geben als Shaky Sneaker, als Larve. Ganz, ganz fängig als Larve auch in der Farbe. Und natürlich als No Action Shad, als Shaky Stick. Kennt ihr ja, der mit der Keule wackelt. Und natürlich gibt es alle Modelle auch in allen Größen in dieser Farbe. Also der kleine 6er Swimmer, der 10er, der 8er, als kleine Larve, als große Larve, also rangeübergreifend ist diese Farbe überall präsent, in allen Modellen, allen Größen. Diese Farbe hier haben wir Dark Goby genannt. Goby wisst ihr alle, heißt Grundl auf Englisch. Dark heißt dunkel und das Ding soll eben wie eine dunkle Grundel aussehen und ich finde, das tut er. Wir haben hier diesen bräunlichen Bauch, bräunlich-gräulichen Bauch, einen schwarzen Rücken und damit diese Grundel auch so ein bisschen grundeliger wird, als sie eh schon ist, haben wir noch orangene UV-Flakes reingebracht. Weil ich weiß nicht, wenn ihr schon mal eine Grundel gefangen habt, so eine dunkle,
ne, dann seht ihr immer, die schimmern so orange. Und diesen Orange-Schimmer, den haben wir jetzt mit den Flakes da reingekriegt. Die haben wir über den ganzen Körper verteilt, also nicht nur unten oder oben, sondern überall, nicht massiv, weil eine Grundel strahlt nicht orange. Aber wie gesagt, so ein bisschen UV-Glitzer drin, bisschen Orange-Schimmer, das wird ein Killer werden. Der 14er hier, Leute, der ist natürlich, das weiß ich auch, schon eine relativ ausgewachsene Grundel. Wenn ihr die kleinen Grundeln aber teilweise auf den Steinpackungen seht, dann kommen die 8er, 10er und 6er ins Spiel. Richtig starke Farbe. Schön auch, dass die Flake-Größe, die haben wir einheitlich gemacht, ne? Je kleiner der Köder, desto dominanter die Flakes, desto besser können ihn die Barsche sehen. Ist eine wirklich tolle Farbe. Also hier kommt dann der optische Effekt nochmal voll zum Tragen, während der große auch viel über die Bewegungen macht und so lockt. Die kleinen sind nochmal ultra gepimpt, würde ich sagen, durch das UV, durch diese UV-Flakes. In Orange hat man auch nicht so oft. So, und in der Faschingszeit geht dann halt auch mal unsere Larve als Grundel. Nee, Quatsch, Leute. Ist natürlich auch eine brutale Farbe für eine Larve, ne? Ich meine, wie sehen die Dinger aus? Wie sehen Unterwasserinsekten aus? In den seltensten Fällen werden die Chartreuse ballern. In den meisten Fällen sind Insekten gut getarnt. Und das hier ist eine maximale Tarnfarbe, die wir aber leider die Tarnung aufheben durch die UV-Punkte. Ist eine richtig geile Farbe, Leute. Mit der werdet ihr absolut krass abräumen. Und dann natürlich auch als Stick. Nicht jede Grundel muss einen Paddelschwanz haben. Es soll auch Grundeln geben mit einem Pintail, mit einer kleinen Keule dran und einem kleinen Dorn. Der hier nämlich. Richtig, richtig stark. Vielleicht seht das meinem Gesicht hier an. Ich freue mich richtig, dass die da sind. Das wird ein heißer Winter werden. Die Farbe hier haben wir Real Shad genannt. Und da ist der Name, wie bei den anderen Farben, auch komplett Programm. Ihr seht einen bräunlichen Rücken, einen transparenten, eigentlich transparenten Bauch. Und diesen transparenten Bauch haben wir vollgeladen mit Silberglitter und kleinen blauen Flakes. Und damit schimmert dieser Fisch zumindest am Bauch genauso wie ein kleines Fischchen, auf das die Sonne trifft, wo dann eben ein bisschen die Schuppen das Licht reflektieren. Mein Glitzern tun ja fast alle Beutefische ein bisschen. Der macht's richtig. Massiv. Der Bauch kommt natürlich gerade bei dem Swimmer, ne, der sich ja auch ein bisschen durch so eine leichte rollende Aktion auszeichnet, kommt er natürlich super, weil jedes Mal, wenn der auf die eine Flanke sich so leicht legt, schimmert die andere Flanke auf. Da wieder so, kommt maximal Lockwirkung ins Wasser, mal jenseits von dem perfekten Lauf, dem Aroma und allem anderen, was diesen Köder auszeichnet. Einfach perfekt. Richtig, richtig schöne Farbe, um ein echtes Beutefischchen zu imitieren. Hier seht ihr ja den Stick. Na, auch wunderbar, wenn der am Bladed Jig rumwirbelt oder eben als No Action Shad an einem Dart Jig durchs Wasser spritzt. Einfach krass. Und bei dem Kleinen hier, da seht ihr ja auch, ne, es gibt ja auch diese hellen Grundeln. Das könnte auch eine kleine Grundel sein. Gibt es in allen Größen, also in allen Swimmergrößen von 6, 8, 10, 12 bis 14 cm. So, und jetzt wird es Zeit für mich, die Augen ein bisschen zusammenzukneifen. Ist es das Gegenlicht oder ist es der Fire Perch, der mich hier anstrahlt? Das hier ist unser krassester Schocker auf jeden Fall. Mit einem brutalen orangenen Bauch. Ultra UV-aktiv, ein echtes Glühmonster. Krasser Kontrast mit Grün. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ne? Grün nehmen wirklich alle Fische sehr, sehr gut wahr. Und dann haben wir einen deutlichen Kontrast zwischen Rücken und Bauch und haben diesen Kontrast aber aufgefangen wieder durch unsere Sexy Flakes. Also auch wieder diese silbernen
UV-Flakes, die ordentlich abstrahlen, nochmal das UV-Licht reflektieren und eben deutliche Locksignale in Richtung Abnehmerschaft schicken. Ja, natürlich wollt ihr nicht nur Zander und richtig dicke Barsche schocken, natürlich wollt ihr auch mal auf einen Mittelklasse-Barsch bzw. auf einen Street-Barsch gehen. Deswegen auch hier alle Größen als Sexy Swimmer und als Shaky Stick vorhanden. Mit den Dingern könnt ihr super gut Dropshotten, Jiggen, Freeriggen, was auch immer ihr machen wollt mit den Barschen. Und natürlich ganz klar auch zum klassischen Jiggen. Es wird eine Farbe sein, die besonders im trüben Wasser ganz hervorragend fangen wird. Ja, wenn ihr genauso heiß auf die Farben seid wie ich, dann wird jetzt demnächst einiges los sein im Angelladen und in den Online-Shops. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Glück mit dem Zeug. Moment, Glück braucht er ja eigentlich gar nicht. Der Fangerfolg, der ist ja praktisch schon in der Verpackung mit eingekauft. Ja, viel Spaß damit, haut was raus. Wir sehen uns am Wasser. Bis bald.